Was soll ich jetzt noch kaufen von denen? Neutramin? Komm noch mehr her. Das ganze Glattleder hat überhaupt keinen Wert für uns. Ja, ich weiß, das haben wir eigentlich nicht gebraucht. So, wir sollten aber die Folge mal breaken. Ich spiele schon wieder viel zu lange an einem Part. Boah, wie split es gleich? Einfach nach 2 Stunden? Weil... Dann fällt mir gerade ein, wir müssten doch eigentlich noch eine instabile Energiezelle haben. Ist so. Also nochmal 400 Watt für unsere Stromerzeugung. So, warum ist diese Lampe an? Habe ich niemals bewilligt. Die HE-Granaten geholt. Das ging aber schnell. Viele mit Nadelkanone. Einige Lanzer. Ich könnte einfach kotzen bei der Anzahl von Gegnern wieder. Das ist so richtig schön übertrieben.
Oder rennt der Hund wieder weg? Haut einfach die Sandsäcke auf und gut ist. Er läuft nicht durch die Leute durch. Du findest das blöd, den imposanten Schlafsaal zu teilen. Aber dieser Schlafsaal, also Black Death, ist dein Partner, soweit ich das mitbekommen habe. Moment, nee, welches Pärchen hat es denn gebildet? Dann geht Black Death halt wieder rüber. Ich schlafe nicht gern von meinem Partner getrennt. Ihr wollt mich einfach nur verarschen, ey. Oh, ich habe aus Versehen Black Death da reingemacht und nicht Black Ken. Das war das Problem. Zu ähnliche Namen. Ich überlege, ob ich eine Brille brauche, aber es liegt einfach nur an der Beleuchtung in meiner Umgebung. Wenn das besser ausgeleuchtet ist, dann kann ich das auch alles lesen. Ansonsten hole ich mir einfach einen noch größeren Monitor. Das ist nämlich das, damit machst du nämlich das Geschäft. Die Leute holen sich nicht viel größere Fernseher oder Monitore, weil die das Gefühl haben, dass ihre, dass das die geiler macht, sondern die machen das einfach, damit die wieder was sehen können. Weg mit der Brille. Danke, Philly. Mach ich sofort. Der erste bionische Arm. Ja. Okay, das Tier ist verrückt geworden. Macht nichts, das zu übernehmen. Die Ghule. Lauf, Agrarhelfer!
so sehe ich das mit den Genen. Bartlos, keine Haare, dünner Körper. Aber 90 IT. Keine Drogen, Erika. Unattraktiv, aggressiv. Warum hat der nach einem schlechteren Stoffwechsel? So, weil sich das aufrechnet zu der aktuellen Komplexität. Aber die steht auf 0, deshalb verstehe ich das nicht, weil der Kern eigentlich auch sich genau ausgleicht, den wir gebastelt hatten. Ach so, weil der schon von Psychit abhängig ist. Deshalb wird sich der Metabolismus verändern. Wir müssen eine andere Kombination haben. Alle mit. Sind alle da? Ich sehe schon, wie das einfach voll für den Arsch sein wird.
doofes Schild. An die hintere Reihe. Zerstört die mit dem Laser. Als erstes. Libello, du kannst nach Hause gehen. Du hast ja keine Waffe mehr in der Hand. Boah, jetzt wurde der von einem Schuss getroffen. Ich hab's genau gesehen. Irgendeiner von euch Idioten hat den gerade in den Kopf geschossen. Man hat den rechten Mittelzieher abgeschossen von ihm. Und noch geiler, sie hat zur Behandlung die Medizin neben sich gelegt. Dann kam ein anderes Koloniemitglied, hat die Medizin aufgehoben und mitgenommen. Glaube ich. Sah jedenfalls so aus. Die hatte selbst auch Medizin dabei, die haben sie die mitgenommen. Entschuldigung. Ja, setz dich auf ihr Gesicht. Hast du Entwässerung erforscht? Nee, habe ich keine Zeit für gefunden. Ab einem gewissen Punkt im Spiel bin ich ja einfach träge. Du kriegst jetzt eine Lobotomie. Dann bricht er nicht mehr so schnell aus. Da, Hals, Prellung, Impulsgewehr. Fritz hat mit dem Impulsgewehr verfehlt und traf stattdessen seinen Hals.
Oh mein Gott, die Operation ist gescheitert. Lobotomie scheint nicht so einfach zu sein. Versuchen wir es einfach nochmal. Diesmal macht das dann Catherine. Oder wie gut ist denn Sandra? Die ist ja schlechter als Black Cat. Dann macht es unsere Hauptärztin. Er ist aufgestuft zur Chefarztbehandlung. Wir haben ihn versehentlich schlauer gemacht. Ne, jetzt ist er noch depressiver. Er lernt nicht mehr so schnell. Ach, der kann ja gar nichts mehr dann. Der kann nicht mal mehr Bergbau. Der kann nur noch putzen und Boden scheuern. Ich wollte es einfach mal machen. Und kämpfen kann er. Du. Ich hätte ihm lieber Glatzkopfgene geben sollen. Nö. So, Randa. Dein bionischer Arm muss fertig gemacht werden. 106% durch das Werkzeugding. Ich glaube, ich habe allein durch die Mechanoiden zerlegen 657 Stahl bekommen. Ausbruchsintervall 1090 Tage. Durch Glückslobotomie 1000%. Machen wir bei dir auch. Ups, habe ich echt so viel Bioferit verbraucht?
Wie gut bist du denn, Fritz? Medizin 5. Ja, wir können auch anders umbringen. Ich habe das schon ganz oft gesehen bei Catherine, wie sie die Lobotomie macht. Man muss nur mit dieser heißen Nadel durch die Nase. Ich weiß nicht, ob das die richtige Nadel ist. Aber wird schon, ich bin Profi. Wir müssen das ja auch irgendwie lernen. Der ist eh absolut loyal, deshalb kann ich mit dem ja nichts anfangen. Ich kann aus dem nur eine Blutbank machen. So bricht er halt nicht mehr aus. Nasendorf. Okay, ich dachte eigentlich, ich würde diese Fraktion in meiner Nähe finden, aber anscheinend nicht so. Vergulen kann man den bestimmt auch. Ja. Nacktes Tempo ist schneller, wenn er nackt ist. Stark in Tiere. Gladius Wulstier. So, ihr habt beide bionische Arme hergestellt. Linke Schulter. Implantiere Arm, linke Schulter. Andere war, glaube ich, Sandra, die einen Arm braucht noch. Oder Sarai? Sarai. Rechte Schulter. Kann Sarai nicht operieren, nicht bereit für Operationen. Altersumkehr verlangt. Bist du irgendwie doof? Du bist paralysiert.
Schwarzer Kolibri Goblin der Fraktion Ruakopak. Mechanoiden-Cluster. Bodenschild, Barke, Autoimpuls. Ach komm. Geil. Die geben mir einen schweren Bogenschützen für den Kampf. Denkst du ja auch so. Ja, danke für nichts. So, der hat ein MG, da haben wir Feuerspeier, das geht ja eigentlich. Guten Abend, Chrissy. Der Eingriff wurde doch schon gemacht, der hat doch schon seine Hörner. Ich glaube, der kann auch in die Kapte rein. Das ist das, was der eigentlich will. Oh, ist aber nett, dass du hier Bergbau betreibst. Noch 19 Stunden, bis wir wieder jemanden entführen können. Lauf, Libelle! Die Ghule kommen dir helfen! Moment, du hast ein Schwert! Nein, den Wag nicht behandeln.
Blühungszyklus, Altersumkehr. Mache ein Jahr der Alterung rückgängig. Als Nahrung könnte alles reinmachen. Dann nimm Wilko da rein und gut ist. Stelle kleine fehlende Körperteile wie Finger und Zehen wieder her. 25 Tage. Frei mit dir. Ganz cool, diese Bioverformungskapsel. Nur, es kann in der Zeit so viel passieren. Vielleicht eine andere Waffe geben. Wenn wir genug rumfliegen. Dann lass es mal runtergehen zu denen. Nee, lass uns erstmal wieder einen Sandschutz bauen. Sandsackschutz. Sicherheit, Sandsack aus Stoff. Wenn es zu hart wird, geh einfach zurück. Kannst ja ein bisschen Freizeit machen, anstatt zu arbeiten. Okay, genau der hat einen Wutanfall. Er läuft durch meine ganze Basis, um was zu zerstören? Ach so, sein Zimmer. Ja, könnte schlimmer sein. Mit Ambrosia zudröhnen ist auch nicht so schlimm.
ja alles schön ganz. Okay, das andere mit einer Strahlenwaffe, die sollten wir, den sollten wir sofort angreifen. Und auch den mit der Minigun. Warum holen die eigentlich manchmal die Lampen von der Wand? Ich glaube, das ist, wenn die Wand zerstört wurde, dann liegt die Lampe rum, weil die nicht mit kaputt geht. Fritz, trink deinen Tee. Ziemlich angepisst durch das psychische Brummen. Ach, ich bin wieder ein bisschen, komme mit nichts voran, habe ich das Gefühl. Mein Gott, da können die auch das Fleisch reinlegen, also das von den Entitäten. Sehr schön, königlicher Eintreiber. Ihr macht das schon. Oder auch nicht. Oh mein Gott, ihr schießt alle gegen das Schild.
erstmal kurz die Nahkämpfer aufhalten. Wer schießt da? Das sollte alles gewesen sein. Du hast keine Medizin dabei. Fritz hat aber Medizin dabei. Geeignet für Erwachsene, Tornado-Generator. Kind, geh nicht an den Tornado-Generator. Kann sein, dass du nicht mit Medizin behandeln willst, weil... Ja. Weil die Medizinart nicht die richtige ist. Also manchmal... Ja, den Weg schaffst du allein. Du bist ja verarztet. So, Jabot vor Ewigkeiten, den ist schon gerettet, ne? Der durfte etwas früher vom Schlachtfeld türmen. So, Erika hat jetzt den Helm aufgezogen, obwohl die eigentlich Prädatorin spezifische Sachen machen soll. Also tragen soll. Catherine, du blutest übrigens gerade alles hier voll.
Nochmal 400 Watt. Ich habe immer das Gefühl, wir kommen eigentlich kein Stück voran. Wilko ist aus seinem Zyklus rausgekommen. Mit neurale Überladung. Die halbwegs imposante Krankenstation. Guck dir das Ding hier mal an. Was für ein geiles Teil das ist. Gladius liegt noch da hinten. Mit Bewegung 31% kommst du dann hin. Hallo Jabo, schönen guten Abend. Was habe ich gehört? War Thunder? Spielst du das immer noch? Hey, der will Alters... Will mich verarschen? Jetzt sagt er mir, der will Altersumkehr. Der kommt gerade aus dem Ding, wo der Altersumkehr bekommen hat. Du hast seitdem ich nicht mehr gespielt habe, hast du keinen Rimworld mehr, War Thunder mehr gespielt. Das hört sich voll hart an. Du kannst mit mir WoW spielen. Nein, zu sowas sollte mir ein Mensch nicht verleiten. Das spielst du gerade. Was denn davon? Eins von den Events, was zurzeit läuft? Nein, du spielst Mob Remix. Du hättest mit mir zusammenspielen können. Ich habe einen Sponsor-Deal dafür. Bin Level 70 Tank. Macht ja nichts. Kann nur einen Charakter direkt auf Max-Level pumpen. Ih, du bist Allianz. Was ist mit dir verkehrt? Du bist ja so wie meine früheren Kollegen. Also meine, mit denen ich früher WoW ganz am Anfang gespielt habe. Erst zu meinen, ja, Horde ist geil, wir spielen alle Horde, dann machst du Horde-Charakter und levelst den hoch. Und dann gehen die alles zur Allianz-Seite rüber, die Idioten. Da haben die alle mal auf Allianz angefangen, weil denen einfach Horde zu hässlich war. Denkst du dir auch so, hä? Aber WoW fing erst bei mir an, als ich angefangen habe, mit Fremden zu spielen. Tut mir sehr leid um meine langjährigen Freunde. Aber ich hatte einfach einen anderen Anspruch an das Spiel, als nur so ein bisschen rumzuraiden. Ja, wenn du seit Vanilla Allianz bist, wir haben ja auch angefangen mit Vanilla damals. Aber ich habe Untoter Schurke angefangen. Ganz früher. Borgen waren richtig cool, weil, also die gab es ja am Anfang noch nicht.
Muss ich aber sagen, ich habe später auch eine Zeit lang Allianz gespielt. Ich habe nicht immer Horde gespielt. Aber später eigentlich fast nur noch Horde. Nur mit den Worgen, was gerade erwähnt wurde, da habe ich nochmal Allianz gespielt und die Worgen fand ich cool. Sangophagen sind alterslose, unsterbliche Übermenschen, die von Architen im Blutkreislauf angetrieben werden. Sie sind wunderschön und hochintelligent. Sie können jede Wunde heilen, werden nie krank und sind immun gegen Gifte. Im Kampf können sie tödliche Stacheln abfeuern, verletzte Verbündete heilen. Das kann allerdings einen hohen Preis. Sangophagen müssen zum einen das lebenswichtige Hämogen konsumieren, welches aus menschlichem Blut gewonnen wird. Und zum anderen ihren Körper regelmäßig für längere Zeit in den sogenannten Todesschlaf versetzt. Sie sind äußerst feueranfällig und werden durch UV-Licht verlangsamt. Wo ich jetzt gerade denke, Taure habe ich auch gespielt eine Zeit lang. Taure war mein Beta-Charakter. Da habe ich Taure Druide gespielt, habe gedacht, boah, das ist eigentlich voll cool. Spielst du auch, wenn Release ist. Und habe ich dann nicht gemacht. Weil bei Tauren hat mich gestört, dass sie so groß sind und dadurch wirkten die langsam, obwohl alle Völker ja gleich schnell laufen. Bis auf... was war's? Schamane, Reisegestalt, wofür ich sie gehasst habe. Und die Worgen, weil die ja so einen... Ich glaube, die konnten dann auch irgendwie mit schnellen Laufen oder sowas machen. Bin ich mir aber nicht mehr sicher. Ja, die waren ihre eigenen Mounts. Die konnten aber auch normale Mounts benutzen. Nee, Dodos haben keine Reisegestalt gehabt. Das war doch die unfaire Geschichte. Druiden haben ja die Katze für DD, den Bären für Tank und den Baum noch ganz früher gehabt für Heilen. Inzwischen haben die wohl mit Patch 9.1.5 haben die eine Reisegestalt. Seit 2021. Aber als ich WoW gespielt habe, gab es das noch nicht. Da hatten nur die Schamanen Reisegestalt. So. Machen wir RimWorld erstmal aus.